haben uns in der letzten Woche gemeinsam mit iranischen Parlamentariern getroffen, und zwar hier in Brüssel, und haben unter anderem über die Menschenrechtssituation gesprochen. Und das war eine sehr enttäuschende Diskussion, die wir hatten, wo klar war, dass dieses Thema nicht angesprochen werden soll. Und auch das Thema Religionsfreiheit wurde abgewiesen, das wurde überhaupt nicht besprochen, obwohl wir es, konkret ich, zum Thema gemacht hatten. Und was mich besonders ärgert ist, dass die Unterdrückung von religiösen Minderheiten wie der Baha'i weggewischt wird. Es wird gar nicht in den Mund genommen, dass es die Baha'i überhaupt gibt. Und das ist etwas, was, denke ich, gegen die Werte der Menschenrechte verstößt, gegen internationales Recht verstößt und beweist, dass sich im Iran nichts geändert hat. Und was die Baha'i angeht, will ich ganz klar sagen, sind wir strikt dagegen, dass man Menschen wie sie inhaftiert, weil sie für das Recht auf Bildung eintreten oder weil sie sich dafür einsetzen, dass Religion, ihre Religion ausgeübt werden kann. Das ist etwas, was völlig inakzeptabel ist und wo wir auch als Europaparlamentarier Druck machen werden, dass dies zum Thema wird hier im Europäischen Parlament und wir uns dezidiert auch gegen diese Praxis in der Islamischen Republik Iran aussprechen werden. Es kann nicht sein, dass nur eine Religion gilt. Es kann nicht sein, dass man religiöse Menschen assimilieren will. Es muss sein, dass es Freiheit gibt, Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit, Kommunikationsfreiheit. Alles ist nicht gegeben im Iran. Wir werden keine Ruhe geben, bevor nicht diese Probleme gelöst sind. Ich denke, es ist ja unfassbar, wenn solche Persönlichkeiten wie Frau Sabeh oder wie Frau Kamalabadi tatsächlich inhaftiert werden, im Gefängnis sitzen dafür, dass sie sich für die Bildungsfreiheit einsetzen, dass Studenten nicht studieren können, dass also solche Grundrechte verweigert werden und dass tatsächlich auch kein Aufschrei in Europa ist. Das ist völlig inakzeptabel. Und deswegen setzen wir uns für die Freiheit dieser 7 Länder ein. Das ist zwingend erforderlich und auch ich selber werde Druck machen, dass wir in einer der nächsten Iran-Delegationen über die Situation der Baha'i uns verständigen.